Morgen Tag. Einmal Badewanne rutschen hier. Platz 1 gegen Platz 2. Wie rein ins Spitzenspiel der zweiten Bundesliga. Holstein Kiel empfängt den FC St. Pauli. Die beiden torreichsten Mannschaften treffen aufeinander. Gemeinsam auf die letzte Woche. St. Pauli konnte sich mit 1-0 erfolgreich gegen Braunschweig durchsetzen. Leider Gottes gab für die Kiezkicker aus Hamburg auch eine rote Karte durch Elias Tart. Der wird leider rot gesperrt in Kiel fehlen. Auch für Hauke Wahl gibt es ein Wiedersehen mit seinen alten Kollegen in Kiel. Für Holstein Kiel lief die letzte Woche sehr gut. Wir konnten 4-0 gegen Paderborn einen wichtigen Auswärtssieg feiern und gehen jetzt mit breiter Brust ins Spitzenspiel. Wenn man sich als Kieler an das Hinspiel im Millerntor erinnert, hat man keine gute Erinnerung. Das haben wir leider mit 5-1 verloren. Deshalb, wir wollen es heute besser machen. Welcher Verein hat am 23. Spieltag was zu feiern? Holstein Kiel oder FC St. Pauli? Wir finden es raus. Let's go! Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, Leute, es ist Matchday. And gentlemen, it's Matchday. Boah, der Spitzenreiter trifft auf den zweiten Spitzenreiter. Holstein Kiel empfängt St. Pauli. Leute, es ist ein Topspiel. Wir müssen hochfahren. Wir haben Lust. Leute, bevor ihr das Video seht, bitte liken und kommentieren. Schaffen wir die 400 Likes? Weil wir sind cool. Wir sind doch alle cool. Wir wollen auch ein bisschen den HSV ein bisschen ärgern. Und ja, Leute, ich habe Lust, das wird ein cooles Spiel. Beide Mannschaften sind offensiv, habt ihr alles gesehen in dem Vorbericht. Und ja, ich habe auch eben noch Hauke Wahl gesehen, der ist ganz schön motiviert heute gegen Holstein Kiel. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Mein Tipp ist, Kiel gewinnt 3-2. Und ja, Leute, auf ein schönes Spiel und wir sehen uns gleich in der Innenstadt. Der Gegner ist auch da, aber für St. Pauli, für euch gibt es heute leider keine Punkte. Wir brauchen die Punkte, glaube ich, eher als ihr. Leute, gut, eigentlich war die schöne Aussicht, ne? Hier ist der Busbahnhof und hier ist das Adandio-Hotel. St. Pauli steht heute hier. Aber leider gibt es für euch heute keine 3 Punkte. Wir brauchen die Punkte. Ich hoffe, ihr versteht das. Wir sind angekommen. Boah, geil. Ist jetzt alles noch hinter mir frei. Aber mal sehen. Ich habe hier so einen Pfahl im Weg. Hier, Leute, der muss weg. Ich muss ja was sehen können, aber ich habe Bock. Es ist jetzt 17 Uhr, also in 2 Stunden ist knapp Anpfiff. 90 Minuten, aber Bock. Es bockt heute. Wir haben doch Lust. Ich hoffe, dass Mies heute auch mal eine Bude macht. Letztes Spiel war echt nicht so schlecht. Gegen Braunschweig hat er echt gute Leistung gemacht. Und hier, der Gästeblock ist noch leer. Man sieht auch nicht viel wegen der Sonne. Aber ich bin gespannt. Auch wie Kiel Leute aufstellen, St. Pauli, Erwein, Harte, Wahl, sind ja ein paar gute Spieler aus Saniakas. Mal sehen, ob Philipp Sander halt wieder im Kader ist. Aber Rapp hat ja gesagt, reicht nur für 45 Minuten. Also ich denke mal, dass Sander auch noch auf der Bank sein wird heute. Ich bin jetzt nochmal draußen und schreibe, kein Stadion hat außen mehr Werbung als Holstein Kiel. Guck mal, wie viel Werbung Kiel hier hat. Das ist ja krass, wirklich von außen. In noch mehr. Also echt überall Werbung. Das kannst du dir echt keiner erzählen. Was ist dein Tipp? Ja. Ah, danke dir, bester Mann hier. Du Leute, wir haben hier noch ein paar Kieler getroffen. So, der Erste, was ist dein Tipp und wie heißt du? Ja, ich heiße erstmal Merko. Mein Tipp ist heute 2-1 für Kiel. Ja, der hat schon mal Ahnung. Wer bist du? Ich heiße Melina und mein Tipp ist heute 3-1. Boah, Leute, es wird immer besser. Und jetzt hier, wie heißt du? Ich bin Nico, ich schätze 2-3. Ah, muss doch nicht sein. Ich sag 13 für Kiel und Leute, vamos, in der Stunde ist doch Anpfiff. Ja Leute, die Aufstellung von Kiel ist da. Philipp Sander ist auch wieder im Kader, geil. Ich glaube, der wird eingewechselt, die gleiche wie gegen Paderborn. Maschino spielt, Porat, Klein Beke, Rot ist auch da, Holpi, geil. Hier von Kiel da, St. Pauli spielt Irvine, Harte, Saliakas, seht ihr hier. Ja, geiles Spiel. St. Pauli und sind auch gerade angekommen, seht ihr hier, bauen wir es auf. Wenn ihr schlau im Leben seid, abonniert auch den Kanal. Jason, der neue Fußballblog. Ich habe jetzt ein Video gemacht, Magdeburg gegen Schalke. Wer gewinnt? Gibt so ein paar Vorberichte. Kann ich mich ein bisschen austoben? Also gerne, Leute, gerne dann Follower da lassen. Link ist in der Infobeschreibung. Wenn ihr cool seid, wenn ihr sagt, nee, wollen wir nicht, dann lasst es doch. Ich glaube, es gibt heute eine Vertragsverlängerung hier im Stadion zu euch. Weil Holstein Kiel hat was bei Instagram gepostet. Ich hoffe, Fiete ab, wäre ganz wichtig. Ich bin gespannt, was sie da verkünden werden. Wir werden es gleich gemeinsam erfahren. Live-Konzert für St. Pauli. Das ist geil, das ist Spitzenspiel der zweiten Bundesliga. Krasser als die erste Liga. Aber ich glaube, Pauli macht das auf einmal eine Choreo.
drei Punkte. So, Storch im Blut ist und das Rennen macht noch zwei Jahre mehr. Und hier kommt unser Latina Storch mit dem dritten Serben. Vamos, vamos! Im Gepäck, drei ganz wichtige Punkte. Pauli, hör mal auf! Das Spiel in der zweiten Liga heute gegen den FC St. Pauli. Man wird hier gespannt. Geile 4-0, Mann. Ich bin heute mit. Und ich stimme auf dem Mars, wenn auch genügend, da bin ich mir ziemlich sicher. Und jetzt kommt erstmal rein in diesen Spieltag und machen das ganz entspannt. Schön, dass ihr alle da seid. Hoffentlich kommt ihr alle gut an. Und wenn ihr Erfolg haben wollt, dann sprecht mit dem Profi für... Geht los. Dann gibt es 3-2 Kiel im Tor rein. Vamos. Ja, auch getroffen gespielt. Ärgerlich. Wir haben besser gespielt, aber 1-0 war ein guter Schuss, muss man sagen. Pauli spielt auch echt guten Fußball hier. 2-0, Marcel Hartl. Individuelle Qualität da drin. Ist dann ärgerlich. Ich sag, hier ist noch nichts verloren. Ja. Läuft das hier aus Kieler Sicht ganz heiß. Wir kriegen nicht viel aus der Kette hier. Ärgerlich.
wenn man so einen Fehler macht, kannst du gegen das Pauli nicht machen. Das ist für Spiel. Mann! Wie kann man so ein Beispiel? Dafür ist der Pauli auch einfach zu gut. Leute, der Pauli führt 3-0 im Hörnchenstadion. Ja, man ist wieder bedient ärgerlich. Der Pauli hat auch so eine krasse Qualität. Wenn der Pauli im Weiter konstant behält, wird Pauli aufsteigen. Ich bin mir 100% sicher. Aber trotzdem ärgerlich. Ein Tor hätten wir uns auch verdient gehabt. Wir spielen mit. Aber dann Pauli über die Außen so stark mit Afrojan, mit Dings, mit Harte, damit der Ehrwein. Sind gut besetzt, muss man anerkennen. Aber ich denke mal, vielleicht geht ein bisschen auf, wenn wir ein bisschen vorne anknüpfen. Und ja, einmal Storch, immer Storch. Aber Leute, ihr könnt natürlich trotzdem liken, abonnieren, kommentieren. Ihr wisst doch, ich brauche euch doch kein mehr erzählen. Aber trotzdem, man ist bedient, wirklich gerade. Morgen Tag. Einmal Badewanne rutschen hier, also wie bis jetzt. Komm mal nochmal!
Boah, was ein Spiel. 4-3 gewinnt Pauli. Boah, verdient, aber geiles Spiel, Mann. Krass. Hier, Leute, genießt nochmal die Stimmung hier. Aber trotzdem, ganzes Lob an Holstein Kiel. Ja, die Kieler auch geil gespielt. Erste Halbzeit nicht so, zweite Halbzeit schon. Kann auch mal klatschen. Wirklich. Aber ein geiles Topspiel, wirklich. Und die lassen mich auch zurecht feiern. Ja, Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Geiles Spiel. Ich bin trotzdem stolz auf Kiel. Leute, ich beende das jetzt.